Der dichte Unterschied von Salzwasser und Wasser macht es möglich, ein Ei in der Mitte eines Glases schweben zu lassen. Welches Gas befindet sich wohl in dem Becher? Kleiner Tipp, es ist schwerer als Sauerstoff. Eine Verbindung aus Salz und Eis kann solch kalte Temperaturen hervorrufen, dass sie selbst eine Kugel zum Bersten bringt. Durch verschiedene Schwingungsfrequenzen lassen sich allerlei verschiedene Muster und Formen bilden. Jede Frequenz erzeugt ihr ganz eigenes Bild. Ein stromdurchflossener Leiter zwischen einem Dauermagneten beginnt zu schwingen und erzeugt sogar einen Ton dabei. Die Physik umgibt uns überall, sie bildet den Grundstein unserer Welt.